Nur ein ganz kurzes Beispiel zur Berechnung des einfachen, gewogenen Durchschnittspreises. Und zwar, das Setting ist hier, für eine Rohstoffart der Verarbeitungs AG gelten folgende Daten. Wir haben hier gegeben, einen Anfangsbestand von 500 Stück, bewertet mit 48 Euro, macht insgesamt einen Wert von 24.000 Euro. Dann haben wir noch einen ersten Zugang in Höhe von 500 Stück zu einem Preis von 43 Euro. Zu einem Stückpreis von 43 Euro, macht einen Wert von 21.500 Euro. Und dann eben haben wir hier einen Abgang in Höhe von 800, den wir halt bewerten sollen. Und dann noch einen zweiten Zugang von 400 Stück für 46,25 Euro pro Stück, macht insgesamt einen Wert von 18.500. Und wir sollen halt hier den Wert des Verbrauchs, also den Wert hiervon, mit dem einfachen gewogenen Durchschnittspreis berechnen. Und allgemein lautet die Formel ja wie folgt, dass dieser Verbrauch eben ist ein Bruch und dieser Bruch hat im Zähler den Wert des Anfangsbestandes plus den Wert aller Zugänge und im Nenner eben die Mengeneinheiten des Anfangsbestandes plus die Mengeneinheiten aller Zugänge. Und wenn wir das eben ausschreiben für diese Aufgabe, haben wir hier im Zähler, der Wert des Anfangsbestandes ist ja 24.000 Euro, das ist das hier, plus den Wert aller Zugänge, also das hier und das hier, schreibe ich mal kurz hier rein noch in den Zähler, so, Bruchstrich und dann im Nenner haben wir eben die Mengeneinheiten des Anfangsbestandes und die Mengeneinheiten aller Zugänge, also die Mengen, die hier jeweils dazugehören, also einmal hier die 500, und hier die 500 und die 400 vom zweiten Zugang. Checken wir nochmal kurz die Einheiten. Kommt hin. Also haben wir hier im Zähler Euro und im Nenner Stück. Weil es ja hier oben alles Euro ist und hier unten alles Stück. Wenn wir das alles in den Taschenrechner eingeben, kriegen wir einen Durchschnittspreis von 45,71 Euro. Die Einheit ist eben Euro pro Stück. Das heißt, der Verbrauch, wenn wir den hier mit dem einfachen gewogenen Durchschnittspreis bewerten, von 45,71, dann kämen wir eben auf einen Wert insgesamt von 36.568 Euro. Das ist der einfache gewogene Durchschnittspreis.